Scheiße, das gibt's nicht. Hey Steve, das musst du sehen! Ich spiele nur einen Titel. Oder vielleicht auch zwei. Diese Frau dringt in ihn ein wie ein Grippevirus. Sie breitet sich in ihm aus, als wäre es ihr Zuhause. Diese Frau klingt in ihm wie ein Gongschlag. So könnt ihr nicht mit Leuten umgehen. Andere haben auch Gefühle, klar? Du hältst dich wohl für superschlau. Die schöne Edda. Hey, wenn du schon Spielchen spielst, spiel richtig. Spiel, haben sie gesagt? Oh. Ich bin ein hoffnungsloser Fall, wenn es zu einem Kampf kommt, aber ich bin sehr gut, was Spiele angeht. Wissen Sie, ich bin bei Karten und auch bei Würfelspielen gut. Wenn ihr einen positiven Einschlag in dieser Welt hinterlassen wollt, müsst ihr euch zusammenreißen und scharf nachdenken. Ihr müsst den Blick von euren Smartphones abwenden. Ihr seid die Augen unserer Zukunft. Ihr seid die Gedanken unserer Zukunft. Und das Wichtigste, ihr seid das schlagende Herz der Zukunft. Und ich will euch zuhören und lernen von euch. Also zeigt uns, was ihr könnt. Ich muss mal dringend pinkeln. Ich glaube, ich schleiche mich da rein. Tu es nicht, das versaut deine Pickdein. Natürlich, aber normalerweise beinhaltet die auch Pipi-Zeit. Das ist Gesetz. Weißt du, manchmal hasse ich diesen blöden Job. Menschen können einander nicht vollkommen verstehen. Meistens blickt man noch nicht mal bei sich selbst durch. Niemand versteht einen anderen vollkommen. Deswegen wird das Leben auch nie langweilig. Und wenn Mädchen auf den Zehenspitzen gehen und das Kinn hochheben, wenn sie sich in ihren weißen Tüllkleidern bewegen, ganz langsam und anmutig, zu fesselnder Musik, und wenn sie so schön wie die Engel sind, die sich drehen so leicht, als tanzen sie auf Wolken, dann nennt man das Ballett. Natürlich konnte der größte Popstar der Welt an jedem beliebigen Arschloch schnuppern. Er musste nur zu seinem Manager sagen, schick mir eine nette Auswahl Arschlöcher, mir ist gerade nach Schnuppern. Aber er wollte nur an meinem schnuppern. Hab keine Angst, ihr Trash. Das ist nicht deine Beerdigung. Ich bin nur der Mann in der Mitte. Unsere Leute kennen wir, seit sie Babys sind. Wissen, sie sind Engel. Dich kennen wir nicht. Das Einkaufszentrum an der Kreuzung. Geh zu dem Fleischer dort. Frag nach Placid. Er erklärt dir die Details. Ich bin ein Mensch. Aber ich bin auch die absolute Krone der gesamten Schöpfung. Ich bin Lion Sin Escanor. Der Seven Deadly Sins. Lion Sin. Die Sünde des Hochmuts. Habt ihr den Doktor geholt? Ich habe meine Medikamente noch nicht. Ich brauche 10 Milligramm morgens, 15 Milligramm nachmittags und nicht mehr als 20 zum Essen. Dr. Fenris. Dr. Fenris. Er holte Dr. Fenris. Gestern war nicht geplant, es kam einfach raus. Ich sehe schon, dass ich viele Dinge in der Beziehung nicht liefere und dafür übernehme ich auch die Verantwortung. Aber ein paar Sachen sehe ich allerdings völlig anders. Wir haben ja überhaupt nicht mehr kommuniziert. Bist du da oben? Bist du da oben? Bist du da oben? Als wir von Puerto Rico nach Brooklyn gezogen sind, hätte ich nie gedacht, dass ich einmal diesen Weg gehen würde.